Kann ich das Video anfangen? Ja, ob du es kannst, weiß ich nicht, aber du darfst. Moin Leute, was geht und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. In diesem Video wird es ein Q&A-Video geben, Leute. Und zwar habt ihr mir auf jeden Fall ein paar Fragen gestellt unter meinem Community-Post. Ich habe euch auf jeden Fall aufgefordert, mir ein paar Fragen zu stellen. Und das habt ihr auf jeden Fall gemacht. Danke auf jeden Fall an alle, die mir auf jeden Fall eine Frage gestellt haben. Und auf diese Fragen werde ich heute auf jeden Fall eingehen. Und zwar, Leute, war mein letztes Q&A-Video vor 4 Monaten. Ich werde mal probieren, wieder ein paar mehrere Q&As zu machen. Also jetzt nicht jeden Tag oder wie auch immer, so jeden Monat ein Q&A. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir labern gar nicht lang rum. Und wir starten auf jeden Fall auch direkt mit dem Video. Let's go! Und zwar hat mich Yusuf als erstes gefragt, wie aktiv bin ich bei dir? Also diese Frage ist halt schon eine, ja, gute Frage, kann man schon sagen, weil er will halt wissen, wie aktiv er so halt bei mir ist. Also man kann schon sagen, dass du aktiv bei mir bist. Also du bist auch fast in jedem Stream dabei. Und ja, also eigentlich bist du aktiv. Und Yusuf hat mir noch eine Frage gestellt, wirst du jeden Tag 2 Streams machen? Diese Frage weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz, also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt wirklich jeden Tag 2 Streams machen werde, weil Leute, das ist halt ein bisschen schwierig mit der Zeit, weil die Schule hat ja wieder begonnen und ich schreibe halt viele Arbeiten, viele Tests und ich habe halt auch kaum Zeit, so mehrmals am Tag live zu gehen, wie ihr wisst damals, also vor 2 Jahren oder 1 Jahr, als ich so noch angefangen habe zu streamen, habe ich sogar doppelt am Tag gestreamt, also 2-mal am Tag. Das lag einfach dran, dass ich dann noch richtig, richtig viel Zeit hatte, so generell. Aber jetzt habe ich gerade einfach generell gar keine Zeit mehr, weil ich muss zur Schule gehen. Dann bin ich halt richtig kaputt von der Schule, halt so ganz normalmäßig. Und dann muss ich später noch zur Nachhilfe, muss ich auch noch 2 Stunden gehen. Und deswegen, nur mal so Leute, wegen dieser Nachhilfe, deswegen kommen auch öfter Streams so erst um 17 Uhr, weil ich schon eine Nachhilfe komme und dann mache ich direkt einen Stream. Ja, also... Genau, deswegen kommen halt nicht so 2-mal am Tag so welche Streams, so, aber wenigstens kommt ja 1 Stream am Tag, also das ist wenigstens das Beste halt, so mehr, besser als gar nicht, Leute, weil ihr müsst eins über mich wissen, Leute, und zwar, ich hasse es einfach, wenn ich einen Tag kein Livestream oder kein Video hochlade. Das ist, bei mir ist es gefühlt eine Pflicht geworden, dass ich ein Video machen muss. Und ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt auf jeden Fall zur nächsten Frage, und zwar, die nächste Frage ist wieder von Yusuf. Er hat mich gefragt, hast du eine Freundin? Nein, also ehrlich gesagt nicht, also ich bin schon mit ein paar Mädchen befreundet, so ganz normal befreundet so, aber jetzt so eine Beziehung oder sowas habe ich jetzt zum Beispiel nicht so, also ich bin halt ganz normal mit Mädchen befreundet, ja, sonst halt nicht so, also ich habe wie gesagt gerade keine Beziehung, ich hatte damals eine Beziehung gehabt, aber Leute, ich will nicht drüber reden, ehrlich gesagt. Und Yusuf hat mir noch eine Frage gestellt. Also, warum stellt er mir so viele Fragen? Will er das ganze Video übernehmen? Er hat mich auf jeden Fall gefragt, ob ich einen Crush habe. Also, ja, diese Frage, die ist ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil ich jetzt nicht ganz genau weiß, ob diese Person dieses Video sehen wird. Aber, ja, Leute, ich habe einen Crush. Und die nächste Frage kommt auf jeden Fall von FA7 Brawl. Das hat geschrieben, was ist dein Abo-Ziel für dieses Jahr? Daran habe ich noch gar nicht so nachgedacht, aber nachdem du mir dieses Kommentar geschrieben hast, habe ich auf jeden Fall ein bisschen nachgedacht und mein Ziel für dieses Jahr wäre irgendwie schon, ja, noch die 1500 Abonnenten, so, das sollte eigentlich easy zu schaffen sein, weil Leute, wir haben einfach schon die 1400 Abonnenten, danke nochmal für euren Support, Leute, weil das ist richtig krass, wie wir aufgewachsen sind, damals, also vor 8 Monaten hatten wir noch 300 Abonnenten, Leute, und jetzt sind wir einfach schon fast bei 1500, danke auf jeden Fall an jeden, der mich supportet. Ja, wirklich, vielen, vielen Dank, Leute. Echt, Kuss geht raus, wirklich. Ja, also FA7 hat mir auch noch 2 Fragen gestellt. Die habe ich ja vorhin auch schon beantwortet. Und ja, wir kommen zur nächsten Frage. Und er hat mich auch gefragt, wie aktiv bin ich unter deinen Community-Posts, Videos und ja, also... Man muss schon sagen, du bist echt schon aktiv eigentlich, also du kommentierst fast jedes Video von mir, sogar auf meinem Zweitkanal hast du auch ein Video von mir kommentiert. Ja, man kann schon sagen, dass du eigentlich aktiv bist. Und Rain David hat mir auf jeden Fall auch eine Frage gestellt. Er hat mir geschrieben, wer hat dir zubereitet, also ich glaube, er meint, wer hat dir sozusagen Brawl Stars empfohlen, also Und zwar, Leute, war das damals bei mir so, als Brawl Stars rausgekommen ist, ich habe immer so diese Werbung von Brawl Stars bekommen. Ihr kennt doch dieses eine Video da, was das allererste Video so wirklich von Brawl Stars, so was rausgekommen ist, als Colt so auf der Insel gelaufen ist oder wie auch immer, also das seht ihr hier gerade eingeblendet. Das habe ich damals wirklich immer als Werbung bekommen und es hat mich so genervt, Leute, ich wollte mir dieses Spiel nie installieren. Ich habe gesagt,
Ey, ich werde mir hoffentlich niemals dieses Game installieren, Digga. Diese Werbung, die hat mich wirklich ständig verfolgt, Leute. Diese Werbung, die hat mich so genervt die ganze Zeit. Es ist wirklich jedes zweite Video gekommen. Bis ja. Also mein Cousin hat mir auf jeden Fall dieses Spiel auch empfohlen. Also ich war einmal bei ihm übernachten. Und dann habe ich, glaube ich, gesehen, dass er dieses Spiel gespielt hat. Und dann ein paar Monate später habe ich mir einfach gesagt, ja komm, ich lade mal auch dieses Spiel runter. Und ja, so ist es halt alles. So hat halt alles begonnen. Und Legion Brawl Stars hat mich gefragt, ist Legion der coolste YouTube-Partner? Willst du es wirklich wissen? Nein! Spaß. Und MK Max Brawl Stars hat mich gefragt, wie alt bist du? Ich bin auf jeden Fall 13 Jahre alt. Ich bin am 26.06.2008 geboren. Und ja, danke auf jeden Fall für deine Frage. Aber er hat mir noch eine Frage gestellt. Und zwar hat er mich gefragt, was ist deine Lieblingsfarbe? Und zwar, ja, meine Lieblingsfarbe ist ehrlich gesagt schwarz, rot und blau. Auch so mäßig eigentlich. Ja, also das sind auf jeden Fall meine drei Lieblingsfarben. Und er hat mich noch eine Sache gefragt. Und er hatte mich gefragt, hast du ein Haustier? Und ja, Leute, damals hatte ich wirklich ein Haustier gehabt. Das merkt man vielleicht, wenn man auf mein Instagram vorbei mal geschaut hat. Und zwar damals habe ich so ein Bild hochgeladen mit einem Hund. Und dieser Hund, der war tatsächlich mein Haustier, Leute. Das war mein Haustier. Ich hatte damals einen Hund gehabt. Aber ja, leider musste er jetzt verkauft werden. Also da wohl, wir hatten den irgendwie so circa 2 Monate oder so gehabt. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, weil das ist richtig lang. Ja, da war ich noch klein. Ja, also wir hatten ihn auf jeden Fall schon so 2-3 Monate, bis er dann auf jeden Fall verkauft werden musste. Und Leute, das Ding ist, diese Typen, an denen wir unseren Hund verkauft haben, die haben uns einfach verboten, den zu besuchen. So, also die haben uns gesagt, ja, wir sollen den nicht sehen oder wir sollen nicht kommen, um die zu treffen. Voll arrogant, ich schwör's dir, Digga. Aber ja, ich hatte auf jeden Fall einen Hund gehabt und sein Name war auf jeden Fall Benji. Clash Games Fan hat mich auf jeden Fall auch gefragt, wie alt bist du? Habe ich ja schon gesagt, ich bin 13. 90s Vlog hat mich gefragt, wie kamst du darauf, YouTube zu machen? Das habe ich auch schon mal erzählt, aber ich werde das trotzdem nochmal erzählen, Leute. Und zwar ist es eine ganz lustige Geschichte, Leute. Und zwar damals, es war, glaube ich, der 31.12.2015 oder 2016. Da habe ich einfach mal mit YouTube angefangen. Und zwar, wie hat das alles begonnen, Leute? Und zwar, mein Cousin... Und zwar ein Freund von mir, Leute, hat auf jeden Fall damals schon YouTuber angefangen und sollte auch immer so irgendwie YouTuber werden oder so. Irgendwie, keine Ahnung, sollte immer YouTuber werden. Dann habe ich meinen Vater gefragt, ob er mir einen Kanal erstellen kann und er hat mir auf jeden Fall einen Kanal gemacht. Und dann habe ich auch direkt mein allererstes Video hochgeladen. Leider habe ich dieses Video nicht mehr, da mein anderer Kanal ja gesperrt worden ist, Leute. Hätte ich noch das Video, dann hätte ich es euch auf jeden Fall gezeigt. Aber bestimmt hat es jemand von meinen Cousins oder irgendwie sowas. Falls ich das mal haben sollte, dann werde ich es euch gleich mal zeigen. Aber ja, dann habe ich auf jeden Fall mit YouTube begonnen. Dann habe ich bei meinem Hauptkanal angefangen, also bei meinem alten Hauptkanal. Dann habe ich auch diesen Kanal hier erstellt, Leute. Und zwar diesen John Gaming Kanal, den habe ich auch dann erstellt. Aber ich war auf meinem anderen Kanal viel aktiver als auf dem John Gaming Kanal. Aber seitdem mein anderer Kanal gesperrt wurde, also XJMXC, der hieß genau jetzt so wie mein normaler zweiter Kanal, halt, ja, also mein alter Hauptkanal, da war ich halt gar nicht aktiv, Leute. Aber seitdem mein Hauptkanal gesperrt worden ist, ist das jetzt mein Hauptkanal und ich bin hier jetzt auf jeden Fall auch viel aktiver geworden, Leute. Muss man echt sagen, weil, Digga, damals, ich habe gefühlt jeden dritten Monat, vierten Monat irgendwie was gepostet da. Aber jetzt gerade jeden Tag, Digga, ich schwör's dir, Leute. Es ist echt krass, wie wir auf jeden Fall aufgewachsen sind, Leute. Echt, echt krass. Wieso machst du Fortnite, obwohl es momentan richtig schlecht ist? Also, zu dieser Frage kann ich auf jeden Fall nur mal sagen, ja, also ich streame Fortnite, auch weil ich manchmal drauf Bock habe. Oder wenn mich mein Freund fragt, zum Beispiel Alessandro, ihr kennt ja meinen Freund Alessandro, Grüße gehen raus auf jeden Fall. Ja, also er fragt mich halt manchmal, ob wir irgendwie Fortnite streamen sollen. Und dann habe ich halt, seitdem wir so öfter streamen, so, also seit unserem ersten Stream zusammen, habe ich dann wieder angefangen, so ein bisschen Fortnite zu spielen, so Fortnite zu streamen mit ihm. Und ja, also damals habe ich nicht so oft Fortnite gestreamt. Ich glaube 1-2 Male oder 3 Male habe ich mal Fortnite gestreamt. Aber seitdem mein Freund mich mal gefragt hat, machen wir auf jeden Fall schon öfters Fortnite-Streams. Also ich zocke das privat nicht so, ich zocke das nur on Stream, aber ich mache das auch, weil ich richtig Lust habe, mit ihm so halt zu spielen, weil mit ihm macht das halt Bock, Leute. Und zu der letzten Frage, Herr, was meinst du?
Du musst mir Fragen stellen. Mamma mia, Pizzeria, Mario, Luigi. Ja, ich würde dann auf jeden Fall auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Like da. Abonnieren nicht vergessen, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei dem nächsten Livestream oder Video wieder, Leute. Ciao, ciao.